Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen ein wenig solidarisches Corona-Quarantäne-Überbrückungsprogramm. Irgendwann habe ich den Spruch auch drauf. Ich glaube, ich muss mir dazu irgendeine fancy Abkürzung einfallen lassen. So, wie man sieht, hocke ich hier im ziemlich grünen Wald, der inzwischen in maximaler Frühlingsphase sich befindet quasi. Was an Frühjahrsblühen gibt, ist auch da. Und was es hier speziell gibt, sind vor allen Dingen drei Arten, die mengenmäßig sehr, sehr hervorstechen. Das ist zum einen Anemone nemorosa, also das stinknormale Buschwindrösling. Dazu hatte ich mal irgendwann ein Video gemacht. Wenn ich dran denke, mache ich nachher gerade noch eins. Aber das andere ist Bärlauch. Das ist hier dieses Blattzeug. Ja, das kennt man. Und wenn man den entsprechend zwischen den Fingern reibt, dann riecht der ganz, ganz, ganz furchtbar. Und ich persönlich futter den nicht gern roh, aber es gibt ja genügend Leute, die das gerne tun. Und der steht ja auch überall. Und was hier dann auch noch überall steht, ist Datia. Und das ist der hohle Lärchensporn. Ja? Lärchensporn ist auch einer der wirklich häufigen Frühjahrsblüher, gerade wenn man sich so ein bisschen im auwaldartigen Bereich befindet, in der sogenannten Hartholzaue genau genommen. Da müssen wir jetzt unterscheiden am Fluss. Ja? Je weiter wir vom Fluss weggehen, desto weniger auig wird unser Auwald, weil die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Hochwasser von dem Fluss eben entsprechend die Hartholzaue, die am weitesten weg ist, noch einen Auwaldcharakter hat, aber am weitesten weg ist vom Fluss, dass die halt überflutet wird, ist eher unwahrscheinlich, während die Weichholzaue, deutlich näher am Fluss gelegen, dass die überflutet wird, ist deutlich wahrscheinlicher. Na, zumindest ist man da bisher immer von ausgegangen, ob überhaupt jemals wieder irgendwas überflutet werden wird oder ständig. Das muss es sich zeigen, wenn wir in die Zukunft blicken, aber bisher gibt es jedenfalls diese Klassifikation und die ist auch sicherlich nicht ganz falsch und wird auch in Zukunft wahrscheinlich, zumindest nach aktuellem Stand der Forschung, nicht ganz falsch sein. So, und in der Hartholzaue, in der ich jetzt eben hocke, also durchaus, ja, kommt drauf an, wo man sich befindet, um welchen Fluss es sich handelt, aber sagen wir mal 50 Meter weg vom Ufer, so mal grob, ne? Oder auch mal 100, 200, die kann auch ziemlich lang sein, die Hartholzaue. Es hängt davon ab, wie flach das Gelände ist, weil eine komplett flache Landschaft, die wird ja sehr schnell überflutet, weil da ja keine Steigung dann irgendwie vorhanden ist. Und dann kann so eine Hartholzaue auch schon mal einen Kilometer oder zwei breit sein oder sogar noch länger, je nachdem. Und da ist auch wieder die Frage, wie man das Ding definiert und so weiter. Ja? Aber was man also gerne in der Hartholzaue findet, ist Bärlauch. Das Buschwindröschen findet man sowieso in jeder Form von Buchenwald oder buchendominierten Wald. Hier hinter mir stehen jetzt vor allen Dingen ein Haufen Haseln, ein Haufen Bergahörner, ja, und auch Buchen. Früher waren hier mal noch Eschen, die sind jetzt nicht mehr da, aus Eschentriebsterbengründen. Hatte ich mal vom Eschentriebsterben berichtet? Hatte ich. Das ist ein Pilz, der heißt falsches weißes Stängelbecherchen, befällt vor allen Dingen oben in der Krone die Mittelrispe vom Eschenblatt. Das ist ja ein Fiederblatt und besteht also quasi aus einer langen Stiel, woran dann seitlich immer wieder die Blätter angebracht sind und oben an der Spitze ist auch nochmal eins. Und eben diese Mittelrispe, dieser Stiel, der wird vor allen Dingen vom falschen weißen Stängelbecherchen entsprechend befallen und das pflanzt sich dann fort von oben quasi nach unten immer weiter in die Triebe der Esche hinein. Deshalb eben Eschentriebsterben und die sterben dann ab. Ja. Und das ist ziemlich tödlich und da wird sich derzeit streng gestritten, inwiefern die Esche das überhaupt überlebt. Wahrscheinlich wird es so kommen, dass bis auf ganz wenige Einzelbäume, so etwa 1% scheint immun zu sein. Je nach Region ist es auch gar kein Prozent, aber manchmal dann doch eben eins. Sieht so aus, als ob sich das dann von diesen 1% wieder regenerieren müsste, nachdem die Krankheit dann hoffentlich mehr oder weniger wieder ausgestorben ist, weil nur noch die resistenten 1% übrig geblieben ist.
Da kann man jetzt fast Parallelen mit Corona anfangen, aber nein, dafür ist Corona dann beim Weitem nicht tödlich genug. Das ist ein schöner Vergleich, ja, Eschentriebsterben, Letalität 99%, wenn du also infiziert bist, und das wird so ziemlich jede Esche bald sein, dann besteht eben ein 99%iges Risiko, dass du das nicht überlebst, nur ein einziges Prozent, wenn überhaupt, dass du da gesund aus der Sache wieder hervorgehst und dich irgendwann wieder erholst. Aber leiden tun sie eigentlich alle ein bisschen. Ne? Also da ist, im Vergleich mit den Zahlen, ist Corona relativ harmlos. So, und jetzt sind wir wieder beim Lerchensporn. Über den Lerchensporn wollte ich also primär reden. Den kennt man ja auch jetzt vielleicht nicht so sehr. Und das wäre dann eine der ein paar Sachen, die ich auch mal erzählen kann, die noch neu sind. Ja, es ist regional wirklich sehr, sehr unterschiedlich, ob der vorkommt. Aber er ist ein typischer Frühjahrsblüher. Das heißt, wenn der Schnee weg ist, ja, dann kommt zunächst mal, also als allererstes sagt man, kommen die Winterlinge. Das ist auch eine schöne gelbe Blume, so ein bisschen was in die Richtung der Ranunculaceae, also der Hahnenfußgewächse, so irgendwie in die Richtung, jetzt weiß ich nicht, ob es eine Familie oder Gattung bereits Hahnenfußartige ist, aber die Winterlinge, die könnt ihr ja auch einfach mal googeln, da findet ihr auch schöne Bilder dazu, sollen so das erste sein, was überhaupt aufkommt, nachdem der Schnee weg ist. Dann die berühmten Schneeglöckchen, ne, die kennt man. Und nachdem die dann durch sind, da kommt dann mehr oder weniger da alles andere hinterher. Also ganz grob, und das ist auch alles nicht streng wissenschaftlich jetzt, aber was dann hinterherkommt, ist eben unter anderem hier der hohle Lerchensporn oder auch der gefingerte Lerchensporn. Die beiden kann man auch wunderbar verwechseln. Grundsätzlich ist es aber so, wenn sie vorkommen, dann bilden sie auch unterirdische Ausläufer. Das heißt, sie kommen mehr oder weniger als Teppich vor. Und wenn wir jetzt mal hier in die andere Richtung gucken, hoppala, und ich hoffe, ihr versteht mich noch, und ich zoome noch ein bisschen ran, dann sehen wir hier auf diesem Bild ja immer mal wieder die Farbkleckse zwischendrin auf dem Boden, und das ist eben genau das, der Lerchensporn. So, un momento, muss die Kamera richtig hinstellen und so weiter. Ein Lerchensporn erkennt man vor allen Dingen eben am Lerchensporn. Und der Lerchensporn ist, wie wir hier in der Bildmitte sehen können, ich versuche mal drauf zu zeigen, da. Dieser lange Trichter hinter der Öffnung der Blüte. Ich mache euch die mal ab, spaßeshalber. Ist jetzt auch schon so halb verblüht, aber das ist egal. So. Na, ja. Also, hier oben. Vorne, also links, logischerweise die Öffnung, Blütenoberlippe, Blütenunterlippe. Dann befinden sich, was ich hier in der Hand habe, ist das Stielchen. Und an diesem Stielchen befinden sich im Grunde die Staubblätter, die sitzen da an. Es gibt aber ein verlängertes, man kann sie im Gegenlicht sehen, ein verlängertes Staubblatt, das nach hinten geht. Hinten in den Sporn, also in den Kelch sozusagen, da hinten runter. Und das ist da deswegen, weil sich der ganze Nektar, der eben in dieser Blüte von dem Lerchensporn gebildet wird, da hinten in diesem Sporn ja tatsächlich sammelt. Und das dient einfach dazu, dass sich die Pflanze auf bestimmte Tierchen mit besonders langem Rüssel spezialisiert hat, die halt eben da oben reinkriechen und dann mit ihrem langen Rüssel bis hinten in den Sporn reinlangen. Dabei natürlich noch ein bisschen Pollen von den Staubblättern da mitnehmen. Dem vor allen Dingen, dass er hinten ragt. Und da jede Menge hervorragenden Nektar bekommen. Also Lerchensporn ist wirklich eine der Pflanzen, die im zeitigen Frühjahr massiv an der Nektarproduktion beteiligt sind. Insbesondere für Wildbienen, die eben ein besonders langes Rüsselchen haben und da dann rankommen. Die Honigbiene schafft es meistens nicht. Was aber schon beobachtet wurde, wenn die so stehen, dann kann es die Honigbiene manchmal schaffen, indem da quasi dann der Nektar rausläuft oder wie auch immer, indem sie von unten reinkriecht, doch nochmal ranzukommen. Ja? Aber vor allen Dingen eben für die vielen seltenen und vom Aussterben bedrohten Wildbienen ist der Lerchensporn was ganz, ganz Wichtiges. Also eine fürs Ökosystem elementar wichtige Pflanzenart, die
ja, die nicht selten ist, deswegen nicht unter Naturschutz steht. Sollte sie mal selten sein, man müsste dringend was unternehmen, weil die ist wichtig, wichtig, wichtig. Was es übrigens auch noch gibt, das ist ganz interessant, hin und wieder mag auch mal eine Hummel vorbeikommen. In diesem Fall ist es eine ziemliche Raubhummel. Ich glaube, Hummel war es, ne? Oder war es eine Wespe? Wespe kann das wahrscheinlich theoretisch, ne? Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Hummel gewesen ist. Wenn nicht, schreibe ich es euch hinten, unten hin. Aber die kommt dann auch von hinten, beißt hier unten einfach ein Loch rein und schlürft den Inhalt raus, ohne das Staubblatt hier überhaupt berührt zu haben. Das ist also ganz fies, weil die schnappt sich den Nektar, ohne dafür zur Bestäubung zu dienen. Gemein, ne? Jo, also so viel zur Blütengeschichte. Dieser Sporn, der ist das Bestimmungsmerkmal jeder Lärchensporngewächse. Und warum heißt das Ding Lärchensporn? Naja, weil es beim entsprechenden Vogel eine Zehe gibt, die so ein bisschen so aussieht wie eben dieser Sporn an der Blüte. Und da hat sich halt irgendein kreativer Mensch gedacht, doch, das sieht ja genauso aus. Dann nennen wir das Ding doch jetzt mal Lärchensporn, also Trivialname, ne? Wie es auf Latein heißt, kann ich euch gerade gar nicht sagen. Ist auch, glaube ich, nicht allzu dramatisch. Man kann das bei Wikipedia problemlos finden und da steht dann auch, wie es auf Latein heißt. So. Zurück zum Pflänzchen an sich. Die unteren Blätter hier, die sind so ein bisschen in Richtung Hahnenfußgewächse erinnernd. Das ist kein Zufall. Die gehören dann doch über 27 Ecken ganz entfernt zu den Hahnenfußgewächsen. Eigentlich gehören sie sogar zum Mohn, wenn man noch ein bisschen näher rangeht in die Verwandtschaftsgebiete. Und ansonsten zu irgendwelchen lustigen anderen Begrifflichkeiten, von denen ihr noch nie was gehört habt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne auch nicht sämtliche Pflanzenfamilien oder Gattungen, die teilweise wirklich ganz komische Namen haben und da kann man dann nicht wirklich was mit anfangen. Ne? So, diese Blätter also charakteristisch zum Bestimmen, dass es sich zumindest mal, also halbwegs charakteristisch, um einen Lärchensporn handelt. Das Gute ist, ganz allgemein bei Frühjahrsblühern haben wir ja die luxuriöse Situation, dass wenn die da sind, sie auch quasi sofort blühen. Ja? Man muss also nicht lange rumrätseln, was könnte das jetzt für eine Pflanze sein, die ich jetzt an vegetativen Merkmalen bestimmen muss. Es gibt Pflanzen, da geht das ganz gut. Vegetativ meint ohne Blüte. Ja? Blüten, sobald du eine Blüte hast, ist die Bestimmung erheblich leichter, als wenn du es nur über die Blätter versuchst. Würde jetzt also dieses Teil hier fehlen, man hätte nur die Blätter. Also ich ganz ehrlich, spontan, mit dem vorhandenen Wissen, vielleicht mit einem guten Bestimmungsbuch, aber mit dem vorhandenen Wissen, könnte ich nicht mit Sicherheit sagen, dass es sich hier um irgendeinen Lärchensporn handelt. Würde ich mich zumindest nicht trauen, sagen wir es mal so. Ich würde es vermuten, weil ich auch weiß, dass es den hier gibt und es offensichtlich kein Bärlauch ist und das Zeug mengenmäßig eben in hoher Frequenz vorkommt. Denn es ist auch kein Buschwindröschen, das erkenne ich schon an den Blättern. Also kann es eigentlich fast nichts anderes sein, aber wäre das jetzt ein Wald, in dem ich noch nie gewesen bin, würde ich mich auf jeden Fall nicht trauen. Also, das ist eben saupraktisch bei den Frühjahrsblühern. Sie blühen halt dann auch gleich. Die sind ohnehin das Schnellste, was rauskommt, Blätter hat, hochwächst, blüht und schwuppdiwupp wieder weg ist. Und warum ist das so? Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo anders erzählt, aber hier ist auch wieder eine gute Gelegenheit, um das nochmal zu wiederholen. So zum, ne, Wiederholung prägt ein. Dann kann man sich's auch mal irgendwann merken. Da oben, da kommt Licht. Und das ist nicht selbstverständlich, weil diese Frühjahrsblüher haben die Strategie, früh da sein, bevor das Laub an den Bäumen ausgetrieben hat und wieder weg sein ins Überdauerungsstadium. Die haben fast alle eine Knolle oder sowas unten dran. Ich gehe gleich noch ein bisschen graben, ob ich nicht vielleicht noch an eine rankomme. Und ja, wenn das Laub nämlich da ist von den Bäumen, dann kommt viel zu wenig Licht am Erdboden an. Dann ist hier... ja, nicht vegetationslos, aber dann sieht der Boden deutlich schnell
deutlich weniger grün aus. Gerade beim Bärlauch kann man schön merken, der kommt, ist flächendeckend da. Wenn er da ist, dann ist er flächendeckend da. Dann macht er alles zu, macht da alles grün. Dann kannst du nirgendwo hintreten, ohne böse Bärlauch zu zertrampeln. Es geht gar nicht anders. Man kann den also auch ruhig zertrampeln. Der ist so in solchen Massen vorhanden, in richtig bärlauchintensiven Wäldern. Gibt natürlich auch so Halb-Bärlauchwäldchen, wo hier und da mal eine Pflanze wächst. Und dann kommt die zuständige Kräuterfrau und findet den ganz, ganz magisch und toll. Und weh, da tritt mal jemand drauf. Aber meistens, ich sag mal, in 80% der Bärlauchvorkommen hat er eine Massenverbreitung. Das ist also riesige Areale umspannt. Das heißt, da ist es dann wurscht, ob du da mal durchläufst oder nicht. Gut. Man muss ja nicht zwingend jetzt 17 Mal hin und her laufen und möglichst alles platt zu trampeln. Das natürlich nicht. Aber mal durchlaufen, das ist wirklich zu vernachlässigen. Was wollte ich denn jetzt noch? Ja, also grundsätzlich eben innerhalb dieser Frühjahrsblüher-Ökologie haben sie alle mehr oder weniger die gleiche Funktion, die Pflänzchen. Sie haben unterschiedliche Strategien eben der Vermehrung, der Befruchtung, der Nektarbereitstellung. Wenn der Bärlauch dann mal blüht, die haben ja so Sternchen, ja, fast wie so ein bisschen wie Feuerwerk, die Feuerwerksternchen, wenn das Ding dann da oben irgendwie entsprechend explodiert. So ungefähr sieht auch die Blüte vom Bärlauch aus. Wer das jetzt auch wieder nicht weiß, einfach mal googeln, da findet man dann auch schön, die Blüte ist weiß und die sind ganz einfache Kelchblütchen. Da kann also eigentlich fast jeder, der in irgendeiner Form ein saugendes Mundwerkzeug hat aus dem Insektenreich, kann bei denen saugen gehen. Das ist also nicht weiter dramatisch. Theoretisch, ich weiß gar nicht, woraus sie sich spezialisiert haben. Ich meine, Ameisen würden da auch gerne mal vorbeischauen, ja. Ja, glaub schon. Wenn nicht, schreibe ich es unten hin. Und zurück zu unserem Lerchensporn. Grundsätzliche Strategie, also früh da sein, bevor die anderen da sind, Photosynthese machen, vermehren und wieder weg sein. Ja, also der stirbt oberflächlich dann wieder ab und zieht sich in sein Überdauerungsorgan zurück. Und jetzt ist die Frage, warum heißt das Teil hohler Lerchensporn? Naja, der hat unten eine Knolle. Und in diese Knolle ist eben entsprechend innen drin so ein bisschen hohl. Da befinden sich dann mögliche Stellen, wo man noch weitere andere Knollen quasi in der Knolle wachsen lassen kann. Das ist ein bisschen kompliziert, aber deswegen ist die halt innen hohl, damit da dann Nachschub produziert werden kann. Und das ist das primäre Bestimmungsmerkmal, wenn man sie dann Bock hat auszubuddeln, soweit die Knolle, um festzustellen, ob man es denn mit dem hohlen Lerchensporn oder eben mit dem gefliederten, das müsste ich jetzt auch nachgucken, ich meine, er heißt gefingert. Moment, manchmal muss man auf die moderne Technik zurückgreifen. Lerchensporn, gefingerter Lerchensporn. Und jetzt kann ich auch noch sagen, wie er auf Latein heißt. Corydalis cava, das ist der hohle. Cava, ne, ausgehöhlt. Von cave. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich die Bedeutung ist, aber die Wortähnlichkeit von cave und cava ist mit Sicherheit kein Zufall. Und der andere eben der gefingerte. Gefingerte und hohle, das sind eben die beiden. Der gefingerte heißt dann nicht Corvus cava, sondern Corydalis cava, sondern der gefingerte heißt Corydalis solida, ja, also quasi nicht hohl, solide, fest. Ne? Das kann man sich eigentlich gut merken, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, die lateinischen Namen, bei meinen Bäumen habe ich sie drauf, bei meinen Sträuchern habe ich sie auch noch halbwegs drauf, bei krautigen Pflanzen meistens nicht mehr. So ein paar prominente Arten wie Bärlauch, dass der Allium Ursinum heißt, das kann man sich schön merken. Ursus, Ursa, der Bär, die Bärin, auch von eben Ursus Arctos, das ist dann der Braunbär. Und Arctos meint in diesem Fall jetzt nicht, dass das der arktische Braunbär ist, weil das wäre dann ja der Eisbär, sondern Arctos bezieht sich einfach auf das nördliche Hemisphäre als Verbreitungsgebiet. Ist im Grunde
bisschen unpassend. Mir wäre es lieber, wenn der Arktos der wäre, der Eisbär ist, aber man muss sich sowieso streiten, inwieweit das unterschiedliche einzelne Arten sind, weil sie ja Bastarde bilden können, also miteinander hybridisieren und dann einen Blondbär quasi bilden. So, ja, ich buddel mal und guck mal, ob ich die Knolle vielleicht ausgegraben kriege. Nee, sorry, also außer dreckigen Fingern gibt's nichts mit der Hand. Ganz ehrlich, ich mag ja Bodenkunde sehr, aber mit der Hand im Erdboden so richtig tief wühlen, dass man dann die Fingernägel nie wieder sauber bekommt, das ist nicht meins, das meine ich so gerne. Und Messerklinge stumpf machen möchte ich mir auch nicht. Jetzt könnte ich mir noch einen Grabestock bauen, aber ihr kennt das Problem, ich bin faul. So. Und außerdem mit dem Grabestock, da machst du auch eher mehr alles kaputt und dann müsstest du wirklich ziemlich viel rumbuddeln, bis du dann mal, wenn du an so eine Knolle rankommst. Dann kommt noch erschwerend dazu, wann ist die Knolle am größten? Naja, nachdem das Ding oberflächlich wieder abgestorben ist. Weil jetzt sind ja die Energiereserven, die normalerweise in der Knolle drinstecken, gerade verbraucht, um eben die Pflanze austreiben zu lassen, damit sie jetzt Photosynthese betreiben kann, Knolle wieder auffüllt, eben Reproduktion betreibt. Böser Flieger, böse. Und ja, dann ist die Knolle auch wieder voll, hoffentlich. Das wäre so jedenfalls sehr sinnvoll und sehr ratsam. Was kann man da sonst noch zu sagen? Nee, ich glaube, das war es im Wesentlichen. Ach so, und wenn wir jetzt den hohlen Lärchensporn, ja, und den gefingerten Lärchensporn unterscheiden wollen, da gibt es ein einfaches Merkmal, dann haben wir es nämlich auch. Und zwar, hier seht ihr diese kleinen Blättchen, die sich nur im Oberteil der Pflanze befinden. Scheiße, die will er jetzt ums Verrecken nicht scharf stellen. Moment. Jetzt habe ich es geschafft. Also diese Blättchen hier, auch das da oben, da, hier, das da, die sind glattrandig. Ja? Glattrandig. Und das ist es auch schon. Sind die glattrandig, dann ist es der hohle Lärchensporn. Sind die ausgefranst, also deutlich mit einem ausgefransten Rand eben entsprechend ausgestattet, dann handelt es sich um den gefingerten Lärchensporn, weil eben diese Fingerchen beziehen sich eben genau auf diese Blättchen, die sich hier im Kronenbereich befinden. Ja, also wir haben zwei Formen von vegetativen Blättern beim Lärchensporn. Einmal die im Kronenbereich und die hier unten, also die eigentlichen Photosyntheseblätter, die vor allen Dingen genau dafür da sind. Die sehen bei beiden Arten mehr oder weniger identisch aus, jedenfalls nicht ausreichend unterschiedlich, um sie zu unterscheiden. Es weist auf Lärchensporn hin, aber halt eben nicht auf welchen. Und die hier dienen dann der Feinbestimmung. Ne? Soweit alles klar? Gut. So, und jetzt bin ich auf Wackelkamera umgestiegen, weil ich will euch noch ein bisschen anderes Zeug zeigen, was hier so wächst. Hier zum Beispiel Plastiflora vulgaris, die Plastikblume. Nehme ich nachher mit. Das hier in der Mitte. In der Bildmitte mit den runden Blättchen, hier die, eins können wir sicherlich pflücken, diese hier, das kann man auch eigentlich immer ganz schön an dem Blättchen erkennen, gerade wenn es im Frühjahr eben da ist, es ist dann später im Jahr nicht mehr da, wenn es blüht, hat es diese charakteristische hahnenfußartige Blüte, das ist das Scharboxkraut, auch Skorbutskraut genannt, das gibt einen sehr leckeren Salat, solange die Blättchen noch ganz jung sind. Jetzt ist es schon zu spät. Wenn Bärlauch schon gut da ist, hier seht ihr, Bärlauch ist schon gut da, dann ist das Scharboxkraut meistens schon nicht mehr genießbar. Spätestens wenn es blüht, ist es wirklich nicht mehr genießbar. Es mag dann vielleicht noch ganz gut schmecken. Ja? Also wenn jetzt jemand, ein Grünzeugfanatiker, schon ist nicht böse gemeint, hier ist das Scharboxkraut probiert, dann wird er vielleicht feststellen, aromatisch. Das Problem ist, wenn die älter sind, die Blätter,
Je älter die werden, desto mehr Protoanemonien wird da eingelagert. Und das Zeug kann bei uns im Verdauungstrakt zu Anemonien umgebaut werden und letzteres ist giftig. Ja? Und wenn die Blätter noch ganz jung sind, dann ist da so wenig davon drin, dann ist das harmlos. Dann kann man sich da 150 Gramm am Tag von den Blättern problemlos reinpfeifen. Viel mehr braucht man auch nicht für einen Salat. Wer tatsächlich noch mehr futtern möchte, lasst es. Aber 150 Gramm ist wirklich erstmal eine Hausnummer. Und in dieser Größenordnung essbar bei den ganz jungen Blättern, sobald sie blühen, ist einfach der Giftstoffanteil zu hoch. Das sollte man dann sein lassen. So, also Schaboxkraut. Hier jetzt ziemlich selten. Es sticht halt heraus, gerade wenn es blüht, durch die gelbe Blüte, aber oft kommt das auch in großen Mengen am Rand oder zwischendrin bei solchen Bärlauchfeldern vor. Hätte ich jetzt gar keins gefunden, hätte ich mich auch gewundert, dass es wenig ist. Das ist schon in Ordnung. So, dann haben wir hier das erwähnte, der Frühjahrsblüher schlechthin vielleicht, das Buschwindröschen, Anemone nemorosa. Ich mag sie gerne. Hallo! Und die zeichnet sich vor allen Dingen durch die massiv gefliederten Blättchen hier aus. Ist auch ein Hahnenfuß im weiteren Sinne. Gibt es auch ein Gelb. Dann sehen auch die Blätter ein bisschen anders aus. Die heißt dann auch anders. Anemone irgendwas. Weiß ich gerade auch wieder nicht auswendig. Ihr seht, lateinische Namen bei krautigen Pflanzen. Das ist dann, ja, ne? Normalerweise lese ich sie mir vorher kurz an, tue dann so, als ob ich es auswendig gewusst hätte und kann einen auf schlau machen, aber nichtsdestotrotz das Buschwindröschen. Das ist eine Pflanze, dieser Haufen garantiert eine Pflanze, weil die lebt auch immer in Gruppen. Was wir hier oberirdisch sehen, sind jeweils einzelne Auswüchse aus einem Rhizom. Man muss sich also das vorstellen als unterirdisches Netzwerk von dicken Wurzeln, die auch gleichzeitig als Speicherorgan dienen, wo die Nährstoffe quasi zurückgezogen werden, wenn das Ding dann wieder vertrocknet bzw. verfällt, sobald das Buchenlaub da ist und der Wald wieder dunkel wird. Dann wird halt zurückgezogen, was zurückgezogen werden kann, in das unterirdische Rhizom, dort gespeichert bis zum nächsten Jahr. Und dann ist das Anemönchen auch schon wieder da und sagt Hallo. Hallo. So, den Lärchensporn, den kennen wir jetzt. Den haben wir jetzt gesehen. Und den Bärlauch, ja, den muss ich jetzt wirklich nicht weiter kommentieren. Wenn der Bärlauch übrigens da ist, von dem kann man, solange man möchte, so viel essen, wie man möchte. Also eine Bärlauchvergiftung ist quasi unmöglich. Mir stinkt da irgendwann ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber man kann im Grunde wirklich da wenig falsch machen, von den Verzehrmengen her. Aber was natürlich geht, ist den Bärlauch mit einmal angeblich der Herbstzeitlosen zu verwechseln. Theoretisch habe ich aber jetzt noch nie, also finde ich auch nicht, dass die sich wirklich ähnlich sehen. Dann kann man ihn noch verwechseln mit dem Maiglöckchen. Das geht sehr gut bei Bärlauch. Ne? Wenn wir hier hingehen und wir pflücken uns hier ein Blatt, dann stellen wir fest, und wenn wir die ganz unten abreißen, auch dann stellen wir fest, die Blätter sind allenfalls ganz, 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 ganz unten zusammengewachsen und haben dann hier noch den Stängel für die Knospe, ne? Beziehungsweise die Blütenknospe. Da kommt dann diese weiße Blüte raus, die dann eben entsprechend hübsch ausschaut. Und die sind wirklich ganz, ganz unten nur zusammengewachsen, die beiden Blätter. Das ist eine Pflanze, die hat unten eine Zwiebel. Und Bärlauch bildet keine Rhizome aus. Ja, also jedes Zweiergespann von Blättern, das ihr hier sehen könnt, ist jeweils ein Individuum, anders als beim Buschwindröschen. Da ist nicht jede Blüte eine Pflanze, sondern das ganze Häuflein ist eine Pflanze. So, die hier kann man übrigens auch essen, die Knospen. Die kann man sogar noch einmachen und kapern draus machen. Da gibt es im Internet verschiedene Rezepte zu. Sorry mit dem Scharfstellen. Ich muss das hier gerade alles einhändig machen, das ist nicht so einfach. Und Bärlauch, wie gesagt, ganz unten nur zusammengewachsen. Beim Maiglöckchen ist es deutlich weiter oben verzweigt, die Blätter. Und das Maiglöckchen riecht natürlich auch nicht nach diesem Knoblauchgeruch. Sollte jetzt ein Maiglöckchen
mitten im Bärlauchfeld stehen, ja, und man geht da durch und grast da alles ab, dann besteht natürlich schon das Risiko, dass man beim Bärlauchsammeln ein Maiglöckchen erwischt, weil die Blätter erstmal sehr, sehr, sehr ähnlich aussehen. Und einen Geruchstest macht man irgendwann auch nicht mehr an jedem Blatt. Nicht, wenn man so viel Bärlauch hier rumstehen hat. Ja? Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte es halt einfach doch tun. Da ist dann aber wichtig, dass man jeweils auch wirklich am Blatt schnüffelt und nicht an der eigenen Hand, die schon ganz viel Bärlauch angefasst hat, weil die riecht dann logischerweise nach Bärlauch. Auch wenn man zwischendrin ein neutral riechendes Maiglöckchen angefasst hat, riecht die Hand trotzdem immer noch nach Bärlauch. Also das vielleicht einfach immer im Hinterkopf behalten. Hab das schon mal erzählt, hab das weiß ich wie oft schon erzählt, aber ja. Besser einmal zu oft als einmal zu wenig. Ne? Ich will ja keine Zuschauer verlieren durch Tod. Das muss nicht sein. Naja, außer nein. Manche nerven zwar, aber vielleicht ist der Tod doch ein bisschen radikal, um sie loszuwerden. So, und dann wäre vielleicht noch zu erwähnen, es gibt den Lerchensporn auch in Weiß. Ja, das ist nichts Besonderes. Das haben ja viele Pflanzen, dass die Blütenfarbe teilweise eben als besonderes genetisches Merkmal auch in einer anderen Farbe eben existiert. Aber im Regelfall ist er rosa mit ein bisschen Weiß. Oft ein bisschen Weiß eben innen drin. Im Mäulchen könnt ihr hier sehen. Ich hoffe, wenn er das so halbwegs scharf gestellt hat, dann sieht man da so was Weißliches im Rachen sozusagen. Und ja, wenn dann Corona irgendwann wieder vorbei ist und der geneigte Zuschauer, der nicht in den Wald kann, wieder in den Wald kann, also nächstes Frühjahr wäre zum Beispiel ein geeigneter Zeitpunkt, dann ist eine schöne Sache, die man beobachten kann, wenn man sich hier eben in so einen Lerchensporn-Bestand reinhockt, Lerchensporn-Bärlauch-Bestand. Also erstens dieser Geruch. Bärlauch riecht halt so intensiv, der ganze Wald stinkt danach, in Anführungszeichen. Ja, das kann man natürlich auch ganz super toll finden. Und die andere schöne Sache ist, wenn man in diesem Lerchensporn-Bestand hockt und man hält die Klappe und man macht kein Video, sondern man hockt einfach nur da, dann kann man ganz vielen Bienchen und Hummelchen bei der Arbeit zugucken, also ganz vielen Nektarsaugetieren, die da vorbeischauen. Und es ist einfach eine Freude, auch in Zeiten des Insektensterbens ist in so einem Wald wirklich immer noch viel los. Und das tut gut. Jo, und damit habe ich mein erstes solidarisches Corona Quarantäne-Überbrückungsprogramm, heißt das so? Ich glaube, so heißt es, beendet. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Hoffe, ich habe euch damit eine kleine Freude gemacht, insbesondere eben denjenigen von euch, die tatsächlich es nötig haben und den anderen vielleicht auch, das ist auch nicht schlecht. Und damit bin ich erstmal raus für heute und hoffe, bald neues Material liefern zu können. Wie gesagt, täglich ist geplant. Ob täglich immer funktioniert, kann ich nicht versprechen. Und es wird auch manchmal was dabei sein, was eher langweilig ist. Ja, also nicht immer so was vergleichsweise doch Spannendes wie heute. Das war jetzt also eher höheres Qualitätsniveau. Ja, es gibt auch noch ein mittleres und ein unteres. Nur, dass ihr gewarnt seid. Danke, macht's gut.